Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Was lange währt, wird endlich ein gemeinsamer Antrag. Und dementsprechend möchte ich mich natürlich auch erstmal dafür bedanken, dass es uns nach so langen Verhandlungen, und die waren wirklich nicht immer einfach, nicht weil wir uns in der Sache nicht einig gewesen wären, sondern weil es einfach ein komplexes Thema ist. Und das alles unter einen Hut zu bringen, war wirklich durchaus kein einfacher Weg. Aber das ist Inklusion im Sport, glaube ich, im Allgemeinen nicht. Und dementsprechend haben wir jetzt diese Langstrecke oder sagen wir lieber Mittelstrecke, denn wir haben, glaube ich, auch noch ein gutes Stück Weg vor uns, mit diesem Antrag erstmal zu einem aus meiner Sicht guten Ende geführt. Und ich finde, das ist heute ein gutes Zeichen für die Inklusion im Sport. Wir als Landtag von Nordrhein-Westfalen stehen hier zusammen. Und wir wollen zusammen ein Zeichen setzen und deshalb ein herzliches Dankeschön für die sehr konstruktive Zusammenarbeit. Sport und Bewegung sind nicht nur im Bereich Inklusion, sondern allgemein Kitt der Gesellschaft. Ich glaube, auch das ist hier allgemein gut. Und ganz besonders gilt das natürlich auch für den Bereich Inklusion im Sport. Und ich glaube, dass insbesondere der Sport, Sport und Bewegung hier in besonderem Maße einen Beitrag leisten können auf dem Weg in eine inklusive Gesellschaft, dass hier auf spielerische, auf sportliche, auf bewegte Art und Weise Vorurteile abgebaut werden können, auch Barrieren abgebaut werden können und dass wir dann auf dem Weg uns befinden in eine inklusive Gesellschaft und dass es hier gute Beispiele gibt. Und es gibt auch schon erste gute Beispiele, wo sich Vereine, aber auch Verbände auf den Weg gemacht haben, um hier zu demonstrieren, dass es geht, dass man gemeinsam Sport treiben kann und dass man gemeinsam wirklich daran Spaß haben kann und gemeinsam hier Gesellschaft und Gemeinschaft gestalten kann. Ich möchte nur ein Beispiel nennen. Der Fußballverband Niederrhein hat sich auf den Weg gemacht und hat am letzten Wochenende den Startschuss gegeben zu einer Handicap-Liga. In dieser Handicap-Liga gibt es jetzt für U16-Mannschaften in Turnierform die Möglichkeit, miteinander zu spielen. Behinderte und nicht behinderte Kinder sind dort gemeinsam unterwegs und es gibt auch eine Seniorenliga. Das heißt, dort hat der Fußballverband Niederrhein für sich entdeckt, das ist etwas, wo wir uns engagieren wollen, denn wir wissen alle, es ist nicht mehr so, dass die Leute automatisch alle zum Sportverein kommen, auch die Vereine und Verbände müssen sich öffnen. Und ich finde, das ist ein sehr gutes und gelungenes Beispiel. Und wenn Sie sich das mal live ansehen wollen, ich habe den Verein schon besucht, das ist ein tolles Projekt, den SV Oppum, einen der Vereine, die dabei sind. Der nächste Spieltag wird am 22.11. in Datteln stattfinden. Und ich kann nur sehr dazu ermutigen, da mal hinzugehen und sich anzugucken, wie viel Spaß diese Kinder haben, gemeinsam Fußball zu spielen. Und da geht es eben auch darum am Ende, dass natürlich alle gewinnen wollen. Aber in erster Linie steht der Spaß und das Gemeinsame im Vordergrund. Das ist sehr empfehlenswert. Und ich möchte Sie nur auffordern, sich das einmal anzugucken. Der Antrag formuliert einen umfassenden Katalog, den ich jetzt gar nicht weiter darstellen möchte. Denn Kollege Bischoff und auch Frau Kollegin Mills haben ja einige Beispiele schon aufgegriffen, wie eben nun die UN-Behindertenrechtskonvention im Sport auch hier umgesetzt werden soll. Dazu gehören natürlich inklusive Sport- und Bewegungsangebote. Dazu gehört es aber auch, dass wir mit Unterstützungsmaßnahmen, mit Informationsnetzwerken auch die Vereine unterstützen, die sich auf den Weg machen wollen. Aber auch den Menschen bekannt machen, die Lust dazu haben, Sport zu treiben, aber bislang noch keinen Andockpunkt gefunden haben, sich dort informieren zu können, dass wir sie dort unterstützen. Und selbstverständlich gehört dazu auch, dass wir eine barrierefreie Infrastruktur brauchen. Das wird ein nicht einfacher Weg sein. Auch der ist wahrscheinlich noch mit sehr vielen Barrieren bestückt. Aber wir machen uns dort gemeinsam auf den Weg. Und das ist eben auch genau der Punkt. Wir können es nicht alleine machen. Ein gemeinsamer Antrag hier im Landtag kann nur ein Aufschlag sein, denn wir brauchen in allererster Linie Netzwerke. Wir müssen es gemeinsam mit den Kommunen, mit den Vereinen und Verbänden schaffen, hier Schritte einzuleiten und auch der Selbsthilfe, um Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsames Sporttreiben zu ermöglichen. Kollege Bischoff hat es gesagt, Inklusion ist keine Einbahnstraße. Viele Sportarten, die eigentlich mal für den Behindertensport in Häkchen erfunden wurden, sind heute hochattraktive und übrigens sportlich auch hochkomplexe Sportarten. Ich beispielsweise kann nicht Rollstuhl-Rugby spielen oder Rollstuhl-Basketball. Auch dort gilt es, in die andere Richtung Angebote inklusiv zu gestalten und vielleicht auch hier noch die eine oder andere Eifersüchteleien zwischen den Verbänden, Barrieren und Hemmnisse abzubauen, um auch dort einen Beitrag zu leisten. Zusammenfassend kann man sagen, ich glaube, dieser Antrag ist ein guter Aufschlag. Aber natürlich nur ein Schritt und ich hoffe, dass dieser gute Aufschlag, den wir hier gemeinsam gemacht haben, eben auch nur der erste Schritt ist und ich hoffe, dass wir die anderen Schritte auch in dieser großen Geschlossenheit und gemeinsam gehen werden. Wir sind ja immer zu Recht sehr stolz darauf, dass wir in NRW Sportland Nummer 1 sind und wenn wir diesen Weg, den wir hier bestritten haben, auch weiter zusammen beschreiten, glaube ich, dass wir auch Inklusionsland Nummer 1 werden können. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau